Lifestyle TV, das Trendmagazin für Fashion, Beauty, Interviews, Events und vieles mehr. Diese Woche fand die Met Gala in New York statt. Das Modi-Event des Jahres widmete sich thematisch dem in Hamburg geborenen und 2019 verstorbenen Designer Karl Lagerfeld. Gleichzeitig wurde die Ausstellung Karl Lagerfeld – A Line of Beauty im Metropolitan Museum eröffnet. Aus diesem Anlass blicken wir noch einmal zurück auf den Modezar Karl Lagerfeld. Wir begrüßen Karl Lagerfeld. Herr Lagerfeld, auch einmal dieser Blick von mir, bitte. Ja, ich kann die Wände nicht verschieben. Ich mag seine Direktheit, seine Offenheit. Ist eigentlich sehr deutsch und in der Modewelt findet man das eigentlich nicht so sehr wieder. Und wenn wir zusammen arbeiten, es klappt einfach wunderbar, weil ich genau weiß, was er meint, wenn er mir ein Foto erklärt. Ich kann das sehr gut umsetzen als Model und wir sind beide sehr diszipliniert. Das heißt, wir können auch bis 3 oder 4 Uhr morgens arbeiten, werden alle schon wieder umfallen, weil wir auch beide sehr gesund leben wiederum. Wir rauchen beide nicht, trinken keinen Alkohol, also kaum und ernähren uns sehr obsessivisch mit den gesundesten Sachen. Also ich glaube, wir haben jetzt in dem Sinne sehr viel gemeinsam. Es ist ein wahnsinnig herzlicher Mensch. Er gibt natürlich schon so ein bisschen den Ton vor, aber wenn man vergleicht, wer er ist oder wie wenn man mit Wolfgang Joh vergleicht oder diesen Menschen vergleicht, er hat es einfach drauf. Also er hat es einfach drauf, egal, er ist eloquent, er kann auf alles antworten und das finde ich benannt. Ich wäre gern mit 80 so. Total normal. Er hat mir seinen Füller geliehen, als ich kein Schreibgerät hatte und er mag dumme Fragen nicht. Natürlich Lagerfeld als wirkliches Spezialbeispiel eigentlich eine Sonderklasse quasi ist, ne? Weil er dadurch, dass er natürlich diese Kopplung hat mit Chanel, ist er natürlich dermaßen ein Highlight und es ist natürlich auch ein gigantischer Designer. Also von daher kann ihm da keiner irgendwie was von wegnehmen. Also das ist natürlich wirklich beeindruckend, was er da alles leistet. Also. Geboren wird Karl Lagerfeld 1933 in Hamburg. Dann wächst er privilegiert mit einem Privatlehrer in der Nähe von Bad Bramstedt auf Gut Bissenmoor auf. Mitte der 50er Jahre geht er nach Paris. 1954 gewinnen Karl Lagerfeld mit einem Mantel und Yves Saint Laurent mit einem Kleid jeweils in ihrer Kategorie die ersten Preise des Internationalen Wollsekretariats. Karl Lagerfeld wird Modelist bei Pierre Balmain. 1957 wechselt er zu Jean Patou und muss sich Charles Roland nennen, denn einen Deutschen will man den Kunden nicht zumuten. So muss der Designer immer mal wieder mit Anfeindungen leben, denn dass Chanel, deren Inhaber Juden sind, von einem Deutschen geführt wird, gefällt anfangs nicht jedem. Trotzdem will er nicht zurück nach Deutschland. Sein Deutschland existiert seit 1933 nicht mehr. Bewunderung findet er nur für die Hamburger Architektur. Für mich ist ein typisches Hamburger Haus irgendwie das, was man früher Geheimratsarchitektur nannte. Das sind so die Häuser, die Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurden. Vor allem in Hamburg gab es eine sehr betont wichtige und schöne Architektur Anfang des Jahrhunderts. Das ist die Architektur der Bürohäuser. In keiner anderen deutschen Stadt gab es so luxuriöse Bürohäuser, auch irgendwie ausgestattet werden, wie es früher in Deutschland gab. Da gibt es nicht mehr sehr viele, weil es gibt Bücher dafür. Und es ist unglaublich, wie toll die Pfeffersäcke ihre Büro ausstatteten. Und das ist ein sehr typischer Stil. Aber da kann man Dinge von übernehmen, das kann man natürlich nicht nachmachen, aber das ist Unsinn mehr. Wir leben in einer anderen Zeit und die Leute wollen auch nicht. Aber im Esprit der deutschen Architektur, der deutschen Kultur, ist das schon etwas bei, was man irgendwie wieder rausbringen kann. Vor allem der Rahmen dieses Hauses, der Mann, ist sehr ermutigend für uns. Seiner Hamburger Villa Jaco widmet er sogar ein Parfum. Und das Haus, muss ich sagen, ist sehr schön, war sehr schön, aber es stand unter Denkmalschutz und da konnte man gewisse Sachen natürlich rausnehmen, die man auch nicht rausnehmen wollte. Das war unglaubliche Qualität. Ich habe sogar eine Wohnung drin gehabt, die ich 7 Jahre lang gehabt habe, aber habe mir immer Zeit gefehlt. Ich glaube, 7 Jahre bin ich da 3 Wochen gewesen.
aber das war ein interessantes Experiment, weil der typisch deutsche Stil im Grunde fast vergessen. Die größte Ehre erweist Karl Lagerfeld Hamburg mit der Métiers d'Art Kollektion im Dezember 2017 in der Elbphilharmonie. Die Kollektion, die seit 2002 an immer anderen Orten gezeigt wird, zeigt die Handwerkskunst von 12 Manufakturen, von denen einige schon für Coco Chanel gearbeitet haben. Mit einem seiner unzähligen Patenkinder, dem damals 9-jährigen Hudson König, zeigt er sich am Ende der Show. Die Musik La Paloma AD ist sicher kein Zufall. 1963 kündigt Karl Lagerfeld seine Festanstellung und wird nie wieder einen Vorgesetzten haben. Material bestellen und kalkulieren und sich mit Personal abquälen, das will er nicht. Geschäftlich wie privat. Landhäuser und sowas habe ich aufgegeben, weil ich keine Probleme mit Personal arbeiten. Ich glaube, so an Hotelleben, Roomservice, die Formel, dass man den Roomservice auch in Privatwohnung mit New York, dass er kommt, kann das die Parkhotel an, da drückt man auf den Knopf und hat keine sozialen Probleme, wenn es nicht klappt. Das ist man für dich verantwortlich. Das ist für mich heute. Ich habe so viel Ärger mit Landhäusern, mit Personal und so gehabt, dass ich da keine Lust habe. Das ist vielen Dank. Das ist auch gefährlich. Man muss nur den Bodyguard im Garten haben. Und so, 1964 wird Karl Lagerfeld künstlerischer Direktor der Marke Chloé. (1965) arbeitet er erstmals für Fendi. Als erstes ändert er das Logo. Fendi ist ja nun ein traditionelles, sehr berühmtes römisches Pelzhaus gewesen. Als er bei Fendi anfing, müssen Sie sich vorstellen, im Jahre 1965 waren Pelzmäntel eine schwere, steife Angelegenheit. Herr Lagerfeld hat sich mit dem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Stoff, also mit dem Material Fell auseinandergesetzt und zusammen mit den Kirschnern Verfahren entwickelt, dass die Pelze leichter wurden, beweglicher wurden, dass mehr Bewegungsfreiheit beim Tragen in den Pelzen herrschte. Und interessant ist auch, das können Sie sehr schön sehen in den ausgewählten Stücken, wie Herr Lagerfeld mit dem Material, in diesem Fall dann vor allem Pelz, spielt. Herr Lagerfeld macht es wie mit seiner Mode aus Stoff. Er nimmt alles auseinander, schneidet Muster hinaus, fügt alles wieder zueinander und es entsteht etwas ganz Modernes, was Frisches, was Lebendiges. Es lässt sich halt sehr deutlich erkennen, dass Herr Lagerfeld, ich sage das jetzt mal etwas pathetisch, die Pelzmode durchaus revolutioniert. 1973 bekommt Karl Lagerfeld als erster Deutscher das Goldene Spinnrad in Krefeld verliehen. Zu dieser Zeit beliefert er 30 verschiedene Modefirmen mit seinen Entwürfen. Anna Piaggi, enge Freundin und Modekolumnistin über ihren Freund. Er schäumt über vor Ideen. Alle Modemacher ernähren sich ein wenig von Karl Lagerfelds Ideen. Er ist der Einzige, der noch Trends bestimmt, weil er frei und ungebunden ist und keine eigene Firma auf dem Puckel hat. Von 1989 bis 1997 designt Karl Lagerfeld die Kollektion KL bei Karl Lagerfeld für die deutsche Firma Steilmann. Die Kollektion bietet Mode zu erschwinglichen Preisen an.
Wenn man heute den Namen Karl Lagerfeld hört, denkt jeder Lagerfeld Chanel. Das ist wie ein Synonym fast geworden. Man kennt von ihr als erstes Kleid in einer Modezeichnung veröffentlicht. Ein Kleid von 1916. Denn Kleider hat sie erst im Krieg gemacht. Dieses von 1916. Und das hier ist eins von 1917. Das ist das erste Chanel-Kostüm, was man irgendwie als Jersey-Kostüm betrachten kann. Und die Neuheit dieses Kleides war, dass es aus Jersey war, was bis dahin nur ein Stoff für Männerunterhosen war. Da muss ich immer so lachen, wenn mir heute gewisse Exzesse vorwirft und sagt, dann Jogging mit Chanel und so weiter und so fort. Ich finde, was ich auch gemacht habe, ist nicht im Verhältnis zu der gewagten Idee, Männerunterhosen Material in einer Zeit zu nehmen, wo man gar nicht wusste, dass Männer offiziell auch Unterhosen haben. Seinen letzten Auftritt genießt Karl Lagerfeld bei der Chanel Show im Oktober 2018 an der Seite von Nachfolgerin Virginie Viard. Bei der Haute Couture Show im Januar 2019 zeigt sich Virginie Viard allein. Karl Lagerfeld fühlt sich zu müde. Auf den Tag genau 2 Wochen nach Karl Lagerfelds Tod verabschiedet sich das Haus Chanel mit der letzten Show des Modeschöpfers von seinem langjährigen Kreativdesigner. Mit dabei viele Freunde wie auch Claudia Schiffer und Naomi Campbell. Karl Lagerfelds Freund und DJ Michel Gobert bittet um eine Schweigeminute. Dann eröffnet Lagerfeld-Muse Cara Delevingne die Show. Das letzte Set? Ein Bergdorf vor einer Alpenkulisse. Chalet Gardenia steht auf der Hütte in Anspielung auf Coco Chanels Blume. Mit seinen letzten Entwürfen der Herbst-Winter-Kollektion 2019-2020 endet die einzigartige Karriere von Karl Lagerfeld für Chanel, die 1983, 12 Jahre nach Coco Chanels Tod, begann. Karl Lagerfelds Team erklärt, der Couturier sei noch in der Woche vor seinem Tod im Chanel-Studio erschienen, um letzte Änderungen vorzunehmen. Und jetzt unser Ausstellungstipp. Ihr könnt nicht nach New York fliegen? Dann besucht die virtuelle Ausstellung Karl Lagerfeld, seine deutschen Projekte. Lagerfeld hat mein Denken, meine Empfindungen, auch mein Privatleben sehr bereichert. Was ganz bezaubernd war, der ging vorher zu allen Umziehdamen, gab ihnen die Hand und sagte, ich freue mich heute mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.